Ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal, glaube ich, in Graz war, stand ich so abends oder nachts an der Mur, ungefähr da, wo die Murinsel auch ist, und war total begeistert, wie laut dieser Fluss durch die Stadt rauscht. Also ich kannte ja nur den Rhein, ich bin schon, kann man sagen, am Rhein groß geworden. Und der ist ja wirklich eher so breit und träge und geräuschlos. Und das fand ich total super. Also es hatte sowas Wildes, Mystisches fast. Und dahinter eben so die Maria-Hilfer-Kirche, die beiden Türme, so im schwarzen Nachthimmel und der laute Fluss. Das fand ich, ist mir in Erinnerung geblieben, das fand ich beeindruckend.